ist schon fertig. Schon ist gut. Der Flieger geht in 3 Stunden. Ja, wir sind noch mitten im Packen. Komm rein. Ja. Oh. Wo ist denn Jan? Du musst noch in die Rösterei. Wir gabeln ihn auf dem Weg zum Flughafen auf. Hallo. Hallo, Opa. Schicker Hut. Du siehst aus wie ein richtiger Ranger. Ja. Das willst du doch nicht etwa mit nach Costa Rica nehmen? Warum nicht? Och. Ist vielleicht ein bisschen groß, ne? Ich nehm's als Handgepäck. Andere Leute nehmen ganz andere Sachen mit. Du wirst in Costa Rica gar keine Zeit dafür haben. Gut, es sei denn, du hast keine Lust auf Abenteuer im Regenwald und Schwimmen im Meer. Ja, du, wir machen Schnorcheltouren. Wir sehen Papageien und Affen. Ist ja schon gut. Dann nehme ich halt das Klavier mit. Nimm dir einen Kaffee. Lilly, wir sind spät dran. Ich bin unsicher, ob das die richtige Bekleidung ist bei 30 Grad im Schatten. Wir sind von Linus. Darf ich nicht doch hier bleiben? Oh nee, Lilly, damit sind wir durch. Aber ohne Linus, das packe ich nicht. Es sind nur 2 Wochen. Eben. Fängst du die gleiche Diskussion auch an, wenn du im Sommer nach Frankreich gehst? Das ist doch was ganz anderes. Da kann er mich besuchen. Außerdem, gerade weil ich bald mein Austauschjahr mache, sollten wir doch jetzt noch so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Schätzchen, das ist unser erster gemeinsamer Familienurlaub. Da darfst du doch nicht fehlen. Außerdem ist Costa Rica wunderschön. Mach mal Platz, sonst werde ich nie fertig. Taxi für Carsten? Dauert noch ein bisschen. Wollen Sie reinkommen? Hm. Hallo! Komm hier, wir müssen los! Helf dir! Taxi ist da. Komm, 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 gib mir das. Ich bringe das schon mal raus zum Wagen. Ja. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Okay. Lilly, wir müssen los. Ich bin gleich fertig. Ich muss mich nur noch schnell von Linus verabschieden. Zum wievielten Mal heute? Meine Mutter macht Stress. Ja, okay. Dich auch. Bitteschön. Dankeschön. Wo ist jetzt Tim? Tim! Ja, gut. Aber so wie es was Neues in der Sache gibt, würde ich gerne informiert werden. Hier müssen Sie noch unterschreiben. Dankeschön. Okay. Wann ist Katharina eigentlich wieder da? Ach, so ein Magen-Darm-Virus kann sich ziehen. Ey, ey, ey. Schicken Sie ihr doch bitte einen Blumenstrauß nach Hause. Mach ich. Wenn Sie ankommen, fahren Sie eigentlich gleich auf die Kooperative? Nee, erst mal an den Strand. Die Schule wird ja erst in ein paar Tagen eingeweiht. Also eine Einladung würde mir auch gefallen. Neidisch, Herr Schulze? Natürlich bin ich neidisch. Dann dürfen Sie aber auch nicht vergessen, wie viel Arbeit der Röstereiverband macht. Ja, und das alles ehrenamtlich, ich weiß. Gibt's was Neues von Losberg? Nee, außer dass er sich im Sommer zur Ruhe setzen will. Sein Unternehmen würde einfach perfekt zu uns passen. Bleibe dran. Ja, hier, bitte sofort erledigen. Okay, mach. Herr Carsten, ich hätte hier noch was für Sie. Was ist das? Na, Ihre Rede. Ich hatte gestern so einen Einfall und da habe ich mich hingesetzt und mir ein paar Notizen gemacht. Liebe Freunde, lieber Pfarrer Rodriguez, liebe Mitglieder der Kooperative Milagro Verde. Wir haben uns heute hier versammelt, um im Zeichen der Völkerverständigung und im Bewusstsein, dass der Fortschritt nur geschaffen werden kann, wenn Herr Schulze, wir weihen eine Schule ein, nicht das Stadion der Weltjugend. Aber Sie haben die Rede da gar nicht zu Ende gehört. Ich lese sie mir im Flieger durch, als Inspirationsquelle. Mama, bei uns hat alles ein bisschen länger gedauert und wir müssen Jan noch in der Rösterei abholen. Kannst du dir ein eigenes Taxi nehmen und wir treffen uns dann am Flughafen? Gut, bis gleich. Wirklich zu blöd, dass Katharina ausgerechnet jetzt ausfällt. Oh, Herr Schulze, 9 Wagen? Nee, meiner ist in der Werkstatt. Mietwagen, Kupplung. Hm. Irgendwie fühle ich mich nicht gut, wenn ich jetzt fliege. Vielleicht sollte ich doch erst zur Eröffnung der Schule... Nun machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich werde das Ding schon schaukeln. Gut, aber wenn Sie was Neues von Losberg hören... Ja. Kann ich Sie jederzeit erreichen. Oh, den hätte ich jetzt vergessen. Ja, und grüßen Sie bitte den Pfarrer Rodriguez herzlich von mir. Mach ich. Und gute Zeit, viel Spaß und schicken Sie mal eine Postkarte. Mach ich. Wiedersehen. Tschüss.
Wo ist denn Irene? Die treffen wir am Flughafen. Meine Tasche habt ihr. Ist im Kofferraum. Abgeschlossen hast du auch. Ja, die Fenster sind auch zu, die Heizung habe ich runtergedreht, den Herd habe ich 3-mal kontrolliert und das Bügeleisen ist auch aus. Und was ist mit den Tickets? Die hat Jan. Ja, zusammen mit den Ausweisen. Oh nein. Oh nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast die Reiseunterlagen vergessen. Ich habe sie extra auf den Schreibtisch gelegt. Und jetzt? Jetzt verpassen wir unseren Flieger. Nichts verpassen wir, halten Sie bitte an. Ihr fahrt schon mal vor, ich laufe eben schnell zurück und hol die Unterlagen. Okay. Wir sehen uns am Flughafen, okay? Reiseführer gefunden. Ich hab doch gleich gesagt, wir sollen den Ring nehmen. Ja. Wenn die sich alle reindringeln. Wusstest du, dass Costa Rica seit 48 eine stabile Demokratie ist? Die haben sogar ihr Militär abgeschafft. Und der Präsident Oscar Arias hat seinerzeit den Friedensnobelpreis bekommen. Mama, es tut mir leid, aber ich habe gerade wirklich was anderes im Kopf. Das schaffen wir nie mehr. Da hilft Ihnen auch Ihr Wackel-Elvis nichts. Jetzt gibt es ein Blitzlichtgewitter. Carsten, lass mich mal machen. Guck mal, wer da ist. Linus! Was machst du denn hier? Ich kann dich da nicht gehen lassen, ohne mich zu verabschieden. Guck mal, damit du mich nicht vergisst. Oh, du bist so süß. Soll ich jetzt schon aufmachen? Nein, erst wenn du in Costa Rica bist. Vielleicht fliegen wir gar nicht. Wirklich? Muss wirklich jeden Moment kommen. Das haben Sie schon vor 10 Minuten gesagt und vor 20. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss den Counter jetzt schließen. Nein, bitte nicht. Nur noch ein kleines. Vorsicht! Sorry. Halt! Da ist er! Was habe ich gesagt? Ich hab gedacht, du schaffst es nicht mehr. Ich auch. Ja. Aber da kannte ich seinen Fahrstil noch nicht. Ich hab gewusst, dass du es schaffst. Die Passagiere sind jetzt angekommen. Ja. Oh Gott, sehr schwer. Sehr schwer. So, wenn Sie mir dann bitte folgen möchten. Oh, vielen Dank. Lilly, komm, es geht los. Tschüss, Linus. Tschüss, Herr Schulze. Vielen Dank. Tschüss. Mit in die Stadt. Ja, wenn Sie mich mitnehmen.
ist deiner? Der vorderste. Der hier, ne? Die Tasche? Meine, ja. Oh, bin ich froh, dass wir endlich aus dem Flieger raus sind. In der letzten Stunde wusste ich gar nicht mehr, wohin mit meinen Beinen. Die Filme kannte ich auch schon alle. Warum seid ihr denn alle so knatschig? Der Flug war doch super. Ja, du hast ja auch die ganze Zeit geschlafen. Ihr etwa nicht? Haben wir jetzt alles? Mein Koffer fehlt noch. Nein. Senor, Bagage. Oh, nein. Lo siento, solo español hablo. Maleta perdido. Ah, okay, sí, 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 entiendo, entiendo. Acá. Was soll ich damit? Ausfüllen. Genau. Alle? Todo? Sí. Alle. Alle. Danke. Mach dir mal wegen des Koffers keine Sorgen. Der wird dir ja ins Hotel nachgeschickt. Frag sich nur wann. Wozu hat er denn jedes Blatt einzeln gestempelt? Das ist hier in Mittelamerika ebenso. Jedes Blatt einzeln plus Durchschläge? Aha. Boah, ist das heiß hier, oder? Ja. Halt mal kurz. Papa, kannst du mal halten? Na, eigentlich sollte uns ja jemand abholen, ne? Eigentlich schon. Ich check das mal eben. Hallo? Kastner hier. Wie schon weggefahren. Ja, wir hatten Probleme mit dem Gepäck. Okay. Gracias. Der Fahrer ist schon losgefahren, der hat gedacht, wir kommen nicht mehr. Super, und jetzt? Jetzt lassen wir uns die Laune mal nicht verderben und nehmen uns ein Taxi. Oder besser zwei. Boah, cool. Jetzt werde ich aber doch langsam unruhig. Vielleicht sind die ja schon da. Dann hätten sie uns doch überholen müssen. Are you sure that this is the right way? Sí, sí, it is shortcut. Was hat er gesagt? Eine Abkürzung. Eine Abkürzung. Endlich. Wir haben schon Sorgen gemacht. Wartet ihr schon lange? Seit einer Ewigkeit. So viel zum Thema Abkürzung. Wo ist Lilly? Ist schon am Strand. Oh, super. Danke. Es gibt da übrigens ein kleines Problem. Ja, die haben für euch da zwei Einzelzimmer und ein Doppelzimmer reserviert und das ganze Hotel ist ausgebucht. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir beide uns ein Zimmer teilen und eben ihr beide. Ach, ihr wollt mit den Senioren schlafen? Tja. Ich weiß nicht, ihr wollt doch sicher auch ungestört sein. So kurz nach der Hochzeit. Ja, also, wenn das für dich in Ordnung ist, mir würde es nichts ausmachen, mit dir das Doppelzimmer zu teilen. Ach nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Ihr müsst euch um uns keine Sorgen machen. Ja, das wird schon gehen. Irgendwie. Muchas gracias. Thank you. Da wären wir. Die Betten kann man bestimmt auseinander verschieben. Ja, ja, ja. Ich mach's sofort. Ich helf dir. Ja. Fest zusammengeschraubt.
Ich schlafe auf dem Sofa. Das ist aber bestimmt viel zu unbequem für dich. Tu ich. Ich hab schon viel unbequemer geschlafen. Anna. Schläfst du schon? Hallo, Herr Schulze? Ja, genau. Wie läuft's? Alles in Ordnung? Dein Geschenk ausgepackt. Ja, total, danke. Oh je, ihr seht ja fertig aus. Habt ihr überhaupt geschlafen? Die Mücken. Dachte schon, sie fressen uns bei lebendigem Leibe. Naja, so viel besser siehst du aber auch nicht aus. Nee, Jetlag. Außerdem musst du noch ein paar Sachen mit Schulze klären. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Willst du schon mal einen Notschluck haben? Danke. Neue Kette? Ja, die ist von Linus. Pfarrer Rodriguez! Wir haben Sie noch gar nicht erwartet. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie. Das ist meine Frau, Hanna. Freut mich sehr. Meine Schwiegermutter, Irene Sander. Freut mich, Vater. Und ich bin der Peter Engelmann. Tag. Und die Kinder, Tim und Lilly. Ja, es freut mich sehr, Sie endlich alle mal kennenzulernen. Jan hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Sie sprechen ja Deutsch. Ja, ich habe in Augsburg studiert. Pfarrer Rodriguez ist einer der Gründer der Kooperative, von der wir den Kaffee beziehen. Ist es da, wo wir morgen hinfahren? Ich wollte es mir allerdings nicht nehmen lassen, Ihnen heute schon mal ein bisschen was von meinem Land zu zeigen. Ich würde ehrlich gesagt erst mal einkaufen gehen. Mein Koffer ist verloren gegangen. Oh. Können wir danach eine Wildwasserfahrt machen? Also das ist ganz in der Nähe hier. Ich dachte, wir wollten schnorcheln gehen. Wir machen alles. Erst einkaufen, dann Wildwasser, dann schnorcheln. Was meint ihr, hä? Cool. Und dann brechen wir zusammen. Du bist so sexy in meinem Hemd. Na, was für ein Glück, dass mein Koffer nicht da ist. Hallo. Achtung, Vorsicht. Ja, aber. Voy a presentar unos amigos. Pausanda.
Das ist Carlos Pereira, ein alter Freund von mir. Mucho gusto, Carlos Pereira. Mucho gusto, Carlos Pereira. Schön. Seid doch mal rein, wo? Er fragt, ob Sie etwas trinken möchten. Gerne. Okay. Noch eins. Ja. Anna, wie wär's denn damit? Ja. Das ist billig und ein absoluter Traum. Wenn ich ein Weihnachtsbaum wäre? Das hier könnte was sein. Guck mal, der kleine Junge da. Welcher Junge? Ist nicht so wichtig. Ja. Oh! Das ist ja toll. Ist das Kokosnussmilch? Nein, das ist ein Fruchtsaft aus, wie sagt man das auf Deutsch? Kokoschäbe? Guanabana. Guana was? Guanabana. Guanabana, hat das was mit Banane zu tun? Nein. Ist ein bisschen dickflüssig, aber deswegen verdünnt man es mit Wasser. Schmeckt sehr lecker. Mm. Kann ich die irgendwo anprobieren? Guanabana. 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 Guck mal, Tim kauft schon ein. Das ist also die Guanabahama-Frucht. Guana Banana. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Hola, Rafael. ¿Puedo traerme de trozo para probar? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bitte schön. Gracias. Gracias. Probier mal, Hanna. Schmeckt wie Zuckerwatte. Gracias. Was ich Sie noch fragen wollte, wie wird es eigentlich ablaufen morgen? Ich werde Sie kurz vorstellen, dann beginnen Sie mit Ihrer Rede. Gut, und der Spendencheck für die Computer an der Schule? Den können Sie mir anschließend überreichen. Der sieht ja cool aus. Ah. Hättest du den gerne? Das wäre cool. So macht man das. Das gibt's doch nicht. Was ist? Mein Geld ist weg. Das kann doch nicht sein. Guck ich hatte es hier nach. In der Tasche und jetzt ist es nicht mehr da. Der kleine Junge da vorne, der verfolgt uns schon die ganze Zeit. Warte, ich gehe mal zu ihm. Hey, sag mal, kann das sein, dass du unser Geld gestohlen hast? Hey, hier geblieben. Lass mich mal. Kleiner Mann, hast du mein Geld geklaut? Mi dinero. Has robado la bolsilla de la señora? No mientes, eh? Has robado sí o no? Er sagt, er hat nichts gestohlen. Ja, er muss keine Angst haben. Ich will einfach nur mein Geld zurückhaben. Señora, abrió su cartera, mi tienda. Sie haben es am Stand vergessen. Würden Sie bitte für mich übersetzen? Guten Tag, Herr. Okay, gut. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Dice que lo siente mucho y que quiere disculparse. No se preocupe, no hay problema. Usted se ve muy vacilona cuando se disculpa. Er sagt, Sie sehen sehr lustig aus, wenn Sie sich entschuldigen. Entschuldigung. Es ist mir so unangenehm, der Arme. Aber ich war so irritiert, weil er uns die ganze Zeit gefolgt ist. Ja, vielleicht verdient er sich ein bisschen Geld, indem er den Leuten die Einkäufe nach Hause trägt. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Muss er denn nicht in die Schule? Doch, natürlich. Wir haben hier Schulpflicht. Aber die Realität sieht meistens anders aus. Wie denn? In den letzten Jahren sind viele Wanderarbeiter ins Land gekommen. Meistens aus Nicaragua. Viele Erwachsene können nicht schreiben und lesen. Sie wollen auch nicht einsehen, dass die Schulbildung sehr wichtig ist für ihre Kinder. Leider. Okay, falls ihr über Bord geht, müsst ihr Folgendes tun. Versucht, euch auf den Rücken zu legen und die Beine nach vorne zu strecken, okay? Auf den Rücken legen. So kommt ihr nicht gegen die Felsen oder andere Sachen, auf die wir heute stoßen könnten. So, hier sind eure Helme. Einer für dich. Ich hole jetzt noch die anderen und dann geht's los. Möchtest du nicht lieber eine Tasse Kaffee trinken? Wie jetzt? Ja, du, ich habe einfach das Gefühl, dass die Fahrt wird anstrengend. Und da hinten sicher nicht ungefährlich. Ach, bestimmt super spannend. Ja, super spannend schon, aber nicht ungefährlich. Traust du mir das nicht zu? Doch, ich traue dir das zu. Ich sage nur, es ist nicht ungefährlich. Für dich. Ich glaube, Opa, tschüss. Psch. Okay, auf mein Kommando. Hand rechts. Und jetzt links, alle links. Vorsicht!
Alles klar, weiter geht's. Vorwärts, vorwärts. Super. Gib mir 5. Una vida, una vida. Okay, wieder auf mein Kommando. Alles klar, jetzt. Ja, geht doch. Ist ja super, Lilly. Was? Der Hammer. Wir müssen schon los, Pater. Ja. Bis zur Plantage ist es sehr weit. Ich möchte mit dem Auto nicht im Dunkeln fahren. Verständlich. Vielen Dank, dass Sie uns rumgeführt haben. War mir ein Vergnügen. Wirklich, das war ganz toll. Vielen Dank. Bis bald. Ja. Dankeschön. Das war super. Tschüss. Wir sehen uns morgen zur Einweihung. Ich freue mich. Buenos dias. Entschuldigen Sie, ist mein Koffer vielleicht gebracht worden? Nein, tut mir leid. Aber ich habe eine Nachricht für Senor Kostner. Kastner. Kastner. Ein Senor Schulze bittet um einen Rückruf. Danke. Heißt das, du musst den Rest des Nachmittags arbeiten und wir machen die Schnorcheltour ohne dich? Hanna, vielleicht ist es wichtig. Es ist immer wichtig. Aber deine Familie ist auch wichtig. Wir gehen. Lilly, kannst du mir ein Bikini von ihr leihen? Mein Koffer ist immer noch nicht da. Ja. Ich wollte sowieso nicht mitkommen. Wieso das denn nicht? Ich bin müde und würde gern schlafen. Ach komm, wir wollten doch alle zusammen aufs Boot. Mama, darf ich bitte selber entscheiden, was ich mache? Ach, Lilly, wenn wir beide durchhalten, wirst du doch nicht schlapp machen. Oma, du weißt doch, die Jugend ist schon lange nicht mehr das, was sie mal war. Ach. Mach, was du willst. Schlaf gut. Sie will doch nur Liebesbriefe schreiben. Ja. Na dann, auf geht's. Ist das nicht der Junge vom Markt? Stimmt. Meint er, der ist uns gefolgt? Mein Name ist Manuel. Sind Sie die Familie Kastner? Sie, Jan Kastner. Wir haben telefoniert. Hola. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hola. Freut mich sehr. Wie geht's Ihnen? Gehen wir doch aufs Boot. Vamos. Das ist Rolando. Der hilft mir öfter mit dem Boot. Ah. Rolando? Du? Tim? Wie schnell sich Kinder anfreunden. Ne? Jetzt mach schon. Schnapp dir dein Handy und ruf endlich Schulze an. Wer sagt denn, dass ich ihn anrufen wollte? Ich hab da so eine Ahnung. Du schwimmst im T-Shirt? Ja klar, können Sie doch nicht den Rücken verbrennen. Das Ding hat hier Sonnenschutzfaktor 50. Oh. Ach, und, wie sieht's aus? Ach, es ging um ein paar Verträge, die Schulze nicht gefunden hat. Ja, dann kannst du dich jetzt ja voll auf den Urlaub konzentrieren. Bin schon dabei. Wie schade, dass Lilly das alles verpasst. So schön hier. Ist schon warm hier. Stimmt so 32 Grad oder so. Und bei euch in Berlin?
Echt? Es schneit. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt bei dir wäre, könnte ich dich wärmen. Ich habe hier ein Foto von dir. Papa, Papa, dürfen Rolando und ich noch ein bisschen Fußball spielen? Ja, aber nur kurz. Es wird gleich dunkel und wir wollen essen. Er kann noch mitessen. Aber vielleicht machen sich Rolandos Eltern Sorgen, wenn er nicht nach Hause kommt. Mi mamá, tu papá? No, mi mamá y mi papá, no hay problema. Na dann. Muchas gracias. Ciao. Adios. Ciao. Nos vemos. Adios. Und Süße, wie war dein Nachmittag? Naja, ganz normal. Konntest du denn ein bisschen schlafen? Nee, nicht wirklich. Ich war ein bisschen am Pool. Wann wolltet ihr eigentlich morgen zur Kaffeeplantage losfahren? Gleich nach dem Frühstück. Und was erwartet uns da? Naja, da könnt ihr mal sehen, wie Kaffee angebaut wird, wie die Leute hier so leben und nicht zuletzt die Einweihungsparty. Muss ich da unbedingt mit? Ich meine, ich kann auch einfach hier bleiben. Stundenlanges im Auto sitzen ist sowieso nicht so mein Ding. Hey, Lilly. Ich denke, du willst vielleicht mal was vom Land sehen. Das kann ich doch auch hier. Komm, Lilly, gib dir einen Ruck. Du bist 2 Tage später wieder hier. Tim, Rolando, kommt essen. Naja, stimmt natürlich schon. Die Fahrt wird sicher ziemlich ermüdend und anstrengend. Aber wahnsinnig spannend. Guten Appetit. Ja, ruhig. Ganz schön abgelegen, ne? Da wohnst du also. Adios y muchas gracias por todo. Adios. Tschüss. Tschüss. Adios. Was gemacht? Tschüss, Rolando. War schön mit dir. Tschüss. Tschüss. Morgen. Das liegt ja traumhaft. Ja, also direkt am Meer. Also, hier könnte ich auch Urlaub machen. Kommt. Guten Nacht, Papa. Guten Nacht, Hannah. Gute Nacht. Ich habe nochmal nachgedacht. Ich bleib jetzt sicher hier. Ach, Lilly. Ich bleib morgen auch hier. Was? Rolando und ich haben uns am Strand verabredet. Und wie stellt ihr euch das vor? Wir können euch schließlich hier nicht alleine lassen. Wieso denn nicht? Weil das hier ein fremdes Land ist und Tim erst 10. Irene und Opa können doch auf uns aufpassen. Ach, und jetzt sollen die beiden hier bleiben, nur weil ihr keine Lust habt, mitzukommen? Wisst ihr was? Ist doch ihre Entscheidung. Vielleicht könnt ihr sie einfach fragen. Also ich finde es nicht gut, dass die beiden nicht mitwollen. Wegen der Einweihung sind wir doch überhaupt hierher gekommen. Naja, da hast du sicher recht, aber ich glaube nicht, dass Lilly und Tim das genauso sehen. Und soll man sie zwingen? Ja, wir können aber auch schlecht von euch verlangen, dass ihr den Babysitter spielt. Och, mir würde das nichts ausmachen, im Hotel zu bleiben. Dann bleibe ich aber auch hier. Ich kann dich ja schlecht mit den beiden allein lassen. Buenos dias. Buenos dias. Gibt es Neues von meinem Koffer? Nein, tut mir leid. Vielleicht morgen. Gracias. Entschuldigung.
Wir möchten Sie bitten, Ihre Telefonrechnung schon einmal zu bezahlen. Es hat sich bereits einiges angesammelt. Okay. Nee, ich hatte keine Lust. Die fahren jetzt allein. Keine Ahnung. Lilly, leg bitte sofort auf. Du, meine Mutter ist da, ich muss Schluss machen. Ja, ich dich auch. Tschüss. Ich werde mich ja wohl noch in Ruhe von Ines verabschieden können. Verabschieden, ja? In Ruhe? Nein. Hast du mal eine Sekunde darüber nachgedacht, was die Telefoniererei kostet? Hier gibt's keine Flatrate. So lange war das auch gar nicht. Was soll ich denn wissen, dass es so teuer ist? Ach komm, Lilly, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Okay, es tut mir leid. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Wenn ich zurückkomme, reden wir dann nochmal drüber. In der Zwischenzeit kannst du dir überlegen, wie du das voll ausbügelst. Beruhig dich bitte mal. Du tust so, als hätte ich eine Bank ausgeraubt. Und du tust so, als ob dich das alles nichts angeht. Das ist so in Mittelamerika. So. Und hier sind die Schlüssel. Hier ist der Vertrag. Die restlichen Unterlagen finden Sie im Handschuhfach. Okay. Schönen Tag. Muchas gracias. Wir können. Fahrt vorsichtig. Machen wir. Ruf sofort an. Natürlich. Wenn ihr da seid. Oh, nein. Die Nummer der Kooperative, falls irgendwas ist. Mhm. Macht den beiden keinen Ärger, versprochen? Versprochen. Ja, jetzt fahrt endlich los. Oh, danke. Wo ist eigentlich Lilly? Die schmollt auf ihrem Zimmer. Ich geh nochmal schnell zu ihr, oder? Nee, lass mal. Ich kann ruhig ein bisschen nachdenken. Okay. Willst du das mal? Sehen wir es doch mal positiv. So haben wir ein bisschen Zeit für uns. Vielleicht werden die 2 Tage auf der Plantage ja so eine Art nachträgliche Flitterwochen. Hier müsste gleich ein Wasserfall kommen. Da soll man sogar schwimmen können. Hm. Ist das ein großer Umweg? Keine 10 Minuten. Ich kann ihn schon hören. Ja. Hier runter, oder? Ja. Gott, ist das schön hier. Komm, lass uns schwimmen gehen. Wir haben keine Badesachen mit. Hier ist doch niemand. Sag mal, irre ich mich oder fanden Peter und Irene das sogar ganz gut, allein mit den Kindern im Hotel zu bleiben? Jedenfalls scheint es ihnen nichts auszumachen, sich ein Zimmer zu teilen. Aha. Glaubst du, da läuft was mit den beiden? Auf keinen Fall. Oder? Oh, wenn die anderen wüssten, was sie verpassen. Wie war das mit dem verspäteten Flitterwochen? Du hast doch jetzt nicht etwa was Unanständiges vor. Das käme mir nie in den Sinn. Hola. Wie war die Fahrt? Wir wurden ganz schön durchgeschüttelt, aber es war toll. Ja, die Straßen hier sind eine echte Zumutung. Aber jetzt sind sie ja hier. Wo sind denn die anderen? Die Kinder wollten unbedingt am Strand bleiben. Aber wir sollen sie grüßen. Ja, auch von Irene und Peter. Dann grüßen Sie mal ganz lieb zurück. Kommen Sie, ich zeige Ihnen erstmal die Zimmer, bevor wir zur Plantage gehen. Ja. Gern. Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht dran gedacht, als ich mit Linus telefoniert habe. Du hättest dir doch denken können, dass das teuer wird. Ich habe ihn vermisst. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, jemanden zu lieben? Teile, Sie haben auch Pflichten. Zum Beispiel? Ja, Sie müssen zum Beispiel auf Pestizide verzichten und Ihre Kinder auch wirklich in die Schule schicken. Das klingt ja fast nach einer Familie. Man achtet aufeinander, aber es gibt auch klare Regeln. Ja, das kann man so sagen. Wir sind wie eine große Familie.
Und was ist, wenn sich einer mal nicht an die Regeln hält? Naja, dann setzen wir uns zusammen und reden miteinander. So lange, bis wir eine Lösung gefunden haben, mit der jeder leben kann. Hier werden die Kaffeebohnen gewaschen. Hier wird die Bohne von der Hülse getrennt. Und dann kommen sie noch mal für 24 Stunden ins Wasserbad. Hier draußen werden die Bohnen dann getrocknet. So, und jetzt trinken wir erstmal einen schönen Kaffee. Schön. Der offizielle Teil beginnt ja erst in einer halben Stunde. Herr Kastner. Kannst du mir bitte dein Handy leihen? Ich würde gerne Lilly anrufen, hab meins im Hotel vergessen. Ja? Und, was sagt's? Hervorragend. Dass ich heute hier vor Ihnen sprechen darf. Para mí es un gran honor poder hablar a ustedes. Sie alle haben in den letzten Jahren sehr hart gearbeitet und sehr viel geleistet. Und unter anderem diese Schule hier aufgebaut. Todos ustedes han trabajado y esforzado mucho para poder inaugurar esta escuela. Für diese Schule haben Sie auf so manches verzichtet. Aber Bildung ist eine Investition in die Zukunft, die sich immer auszahlt, weil sie ihren Kindern einen leichteren Start ins Leben ermöglicht. El sacrificio vale la pena porque la educación siempre es una excelente inversión para el futuro de sus hijos. Und als guter Gast bin ich natürlich nicht mit leeren Händen gekommen. Die Kaffeeimporteure aus Deutschland, die sich im gerechten Handel engagieren, haben gespendet, um diese Schule mit Internet und Computern auszustatten. Damit erkläre ich die Milagro Verde Schule für eröffnet. Con esto declaro la escuela Milagro Verde como inaugurada. Applaus.
untersucht. Sie war für eine Weile ohnmächtig. Und ist sie jetzt ansprechbar? Nein, nein. Aber die Ärzte kümmern sich ununterbrochen um sie. Wie ist das passiert? Da war dieses Schild wegen der Strömung und dann... Irene und ich haben Getränke besorgt. Aber das tut mir leid. Ich hätte mich besser kümmern müssen. Okay, ich muss sofort zu ihr. Willkommen, ich rufe von unterwegs nochmal an. Hast du den Autoschlüssel? Ja, natürlich. Es tut mir sehr leid wegen des schönen Festes. Ich verstehe ja Ihre Sorge, aber es wird gleich dunkel. Sie kennen doch die Straßen. Ja, aber ich will trotzdem fahren. Ich kann jetzt unmöglich hier warten. Wie kommen wir am schnellsten zum Krankenhaus? Fahren Sie immer Richtung Tamarindo. Seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Danke. Bist du sicher, dass wir hier noch richtig sind? Ich denke schon. Das sieht ja aber nicht nach einer Hauptstraße aus. Guck doch noch mal auf der Karte nach. Also hier ist die Kooperative, dann sind wir hier runtergefahren und hier abgebogen. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Bist du vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Ich bin auch immer nur der Straße gefolgt. Außerdem für die Navigation ist immer noch der Beifahrer zuständig. Auf einmal? Schon immer. Bist du okay? Und du? Oh Gott. Die Radaufhängung ist gebrochen. Was bedeutet das? Endstation. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich habe keine Ahnung, wie es Lilly geht und wir hängen hier fest. Wenn wir Glück haben, ist noch jemand bei der Autovermietung. Guck mal, auf der Visitenkarte muss irgendwo eine Nummer stehen. Hier. Was? Jetzt ist auch noch der Akku leer. Das ist alles meine Schuld. Was redest du denn da, Tim? Hätte ich auf Opa gehört, wäre das alles nicht passiert. Manchmal kann man einfach nicht verhindern, dass was passiert. Wenn überhaupt, ist es unsere Schuld. Wenn ich euch nicht so lange allein lassen darf. Wie geht es ihr? Lilly hat Wasser in die Lunge bekommen. Das hat zu einer leichten Hypoxämie geführt. Einem Sauerstoffmangel im Blut. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, wir geben ihr zusätzlichen Sauerstoff und behalten sie über Nacht zur Beobachtung hier. Und die Wunde am Kopf? Die haben wir geklammert. Wird sie wieder gesund? Ihr Zustand ist stabil, die Laborwerte sind gut. Ich denke schon, dass sie wieder gesund wird. Sie wird wieder gesund. Können wir zugehen? Geben Sie ihr noch ein bisschen Zeit. Sie braucht jetzt Ruhe. Bis später. Grazie. Dann sagen wir jetzt Hannah und Jan Bescheid. Mailbox. Was jetzt? Wir rufen Sie später nochmal an. Vielleicht sind Sie in einem Funkloch. Ich frage mal, ob Sie angekommen ja. sind. Guten Abend, tschüss. Was noch, tschüss. Sind Jan und Hannah Kastner zurück? Nein, tut mir leid. Und Sie haben auch nicht angerufen? Wie geht es Ihrer Enkelin? Den Umständen entsprechend soweit ganz gut, danke. Sind Sie noch nicht da? Nee. Ich rufe nochmal an. Sie können gerne von hier aus telefonieren. Das ist wirklich lieb von Ihnen. Dankeschön. Ja. Nichts. Dann lass uns auf der Kooperative anrufen. Ja, gib mir mal die Nummer. 244. 244. 368. 368. 29. 29. Pfarrer Rodriguez, ja, hier ist der Engelmann. Entschuldigen Sie die späte Störung. Nein, Sie sind noch nicht da, deswegen rufe ich auch an.
Vor 6 Stunden. Ja, natürlich. Wir melden uns nochmal bei Ihnen. Danke. Wiederhören. Wir hätten doch längst hier sein müssen. Naja, vielleicht haben Sie irgendwo angehalten und übernachten irgendwo. Dann hätten Sie doch Bescheid gesagt. Das gibt's doch gar nicht, dass hier niemand vorbeikommt. Wir sollten versuchen, ein bisschen zu schlafen. Was war das denn? Keine Ahnung. Irgendein Tier. Meinst du, wir sind sicher hier im Auto? Ja, natürlich. Entschuldige, das wollte ich nicht. Ist auch schon egal. Ich habe sowieso kaum geschlafen. Ich auch nicht. Das müssen wir uns gut einteilen. Es wird ein heißer Tag. Die ganze Nacht hier gesessen? Ja, ich konnte nicht schlafen und ich wollte auch hier sein, falls die beiden doch noch kommen. Ich habe gerade im Krankenhaus angerufen. Wir können jetzt zu Lilly. Gut. Aber vorher müssen wir zur Polizei. Und wir müssen mit Timmy reden. Warte mal. Sollen wir nicht da hochgehen? Vielleicht sehen wir von da oben einen Ort oder eine Tankstelle oder irgendwas. Hauptsache, wir finden ein Telefon. Ich muss wissen, wie es Lilly geht. Wenn ich ständig mit Schulze telefoniert hättest, dann wäre dein Akku jetzt nicht alle. Hätte, wäre, könnte. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Entschuldige, es war nicht so gemeint. Ich habe den Akku aufgeladen, ich weiß es genau. Ich habe es in die Steckdose gesteckt. Sie können doch nicht einfach verschwunden sein. Wir hoffen so sehr, dass Sie sich im Laufe des Tages melden werden. Ich will, dass Sie wiederkommen. War das bei Mama auch? Wollte nur kurz weg. Und dann war sie tot. Tim, bitte, bitte beruhige dich. Sie kommen wieder. Ich weiß das. Woher? Woher willst du das wissen? Oh, Timmy. Hab keine Angst. Gar nichts. Siehst du das da, was da so glänzt? Ja. Das könnte doch ein Wellblechdach sein von einer Hütte oder sowas. Es kann alles Mögliche sein. Schauen, aber ein Versuch ist es wert. Komm, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Und jetzt? Vamos a checar todos los accidentes y también los hospitales. Wir finden Rettung. Okay. Wenn wir jetzt
zu Lilly fahren, erzählen wir aber nichts von Jan und Hanna. Wir wollen sie nicht beunruhigen. Sie soll erstmal richtig gesund werden. Meinst du, der Polizist wird was erreichen? Er schien mir sehr bemüht. Der hatte ja noch nicht mal ein richtiges Telefon. Ich werde auf jeden Fall den Weg zur Kaffeeplantage abfahren. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Ich komme mit. Nein, Tim, das geht nicht. Du bleibst bitte hier. Ich will aber mit. Einer muss sich doch um Irene und um Lilly kümmern. Bitte. Na gut. Einigermaßen. Und dir? Papa und Hanna sind verschollen. Ja, eigentlich wollten sie ja gestern Nacht wieder zurückkommen, aber irgendwie haben wir den Kontakt zu ihnen verloren. Wie den Kontakt verloren? Naja, wir versuchen ständig, sie auf dem Handy zu erreichen, aber wir wissen nicht genau, wo sie sind. Das muss aber nicht unbedingt was Schlimmes bedeuten. Was soll es denn sonst bedeuten? Vielleicht sind sie in einem Funkloch. Ihr müsst zur Polizei. Da waren wir schon. Die Suche läuft. Ich mache mich jetzt auch gleich auf den Weg. So. Bitte fahr vorsichtig, dass du nicht auch noch verloren gehst. Mach dir keine Sorgen. Hast du die Landkarte? Ja. Und die Telefonnummer von Pater Rodriguez? Alles da. Hier, ich habe dir noch was zu essen besorgt. Danke. Pass auf dich auf. Wo ist denn Tim? Ich wollte ihm noch auf Wiedersehen sagen. Der wollte nur kurz auf die Toilette. Ja gut, dann sag ihm liebe Grüße, ja? Mach ich. So, ich muss los. Ich komme erst zurück, wenn ich die beiden gefunden habe. Das verspreche ich dir. Längst da sein. Wir laufen schon seit einer Ewigkeit. Sag mal, waren wir doch schon mal. Wir sind im Kreis gegangen. Ja. Ich fürchte, du hast recht. Vielleicht werden wir uns ein bisschen weiter rechts halten? Nee. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Okay. Noch eine halbe Stunde, dann können wir uns immer noch was überlegen. Oh, mein Rücken. Was? Hol mal raus. Was ist? Hol raus! Ja. Keine Angst, ist ganz harmlos. Lass uns weitergehen, egal in welche Richtung. Excuse me, have you seen the boy with an orange white striped T-shirt? No, ma'am. Excuse me, please. Have you seen the boy about this size with an orange white striped T-shirt? Tim! Tim!
Rolando. Hast du Tim gesehen? Tim? Eine halbe Stunde ist gleich rum. Du das? Wasser. Das ist gut. Und das kann man trinken? Keine Ahnung. Ich hoffe schon. Oh. Und? Schmeckt ganz normal. Oh-oh. Krokodile. Komm. Sag mal, wenn es hier eine Brücke gibt, dann gibt es hier doch auch Menschen, oder? Stimmt. Mensch, Tim, was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, du sollst bei Irene bleiben. Ich weiß, aber... Was hast du dir bloß dabei gedacht? Aber einer muss dir doch helfen und... Vier Augen sehen mehr als zwei. Lass mich mitfahren. Bitte. Also gut. Spring nach vorne. Aber zuerst müssen wir Irene Bescheid sagen. Machen wir. Ach, na, endlich, da ist es. Oh Gott. Hier gibt's doch im Leben kein Telefon. Wir hätten beim Auto bleiben sollen, hätte uns längst jemand mitgenommen. Hanna, es wird alles gut, glaub mir. Wie kannst du sowas sagen? Wir haben keine Ahnung, wie es Lilly geht und wir sitzen hier fest. Ich kann an der Situation auch nichts ändern. Irgendwie kommen die Leute doch auch hierher. Es muss einen Weg geben. Das ist dein Plan? Das hat ja bisher auch hervorragend geklappt. Außerdem wird es gleich dunkel. Nein, 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 nein. Komm auf. Komm, gib mir die Hand. Sehr gut. Das ist er nicht. Komm, wir fahren weiter. Ui. Wir wollen noch essen, oder? Was auch immer das ist. Dosen halten ewig. Gibt's was Neues? Nichts. Und bei Ihnen? Ich verstehe das einfach nicht. Die können doch nicht wie vom Erdboden verschluckt sein. Hier kann man sich leicht verfahren. Ich werde Ihnen bei der Suche helfen. Danke. Komm, steigen wir ein. Nein, heute ist schon zu spät. In der Dunkelheit finden wir Sie nie. Opa,
Das können wir doch nicht machen. Wir können Papa und Hannah doch nicht einfach im Stich lassen. Tim, ich fürchte, Pfarrer Rodriguez hat recht. Es ist besser, wenn wir hier bleiben. Schau mal, es ist doch niemandem geholfen, wenn uns auch noch was passiert. Morgen ganz früh fangen wir mit der Suche an. Okay. Peter und Timmy sind jetzt bei Pater Rodriguez auf der Kooperative. Sie suchen morgen weiter. Ich hätte mich nicht mit Mama streiten sollen. Was ist denn, wenn sie nie wiederkommt? Sie kommt wieder. Ich würde alles dafür geben, dass sie wieder auftauchen. Ich auch. Dein Essen. Ich habe welche. Ich habe eigentlich nicht richtig Hunger. Du musst was essen, Lili. Du musst auch wieder zu Kräften kommen. Willst du? Rolando, musst du nicht mehr nach Hause? Hm? Jetzt nie besonders eilig, nach Hause zu kommen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass er immer völlig ausgehungert ist? Was ist, wenn wir Papa und Hannah nie wiedersehen? Das darfst du nicht mal denken. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie ich mit meinem ersten Schiff in der Nordsee verunglückt und über Bord gegangen bin? Nein. Was ist passiert? Es war ein Unglück. Ich bin stundenlang im Meer rumgetrieben. Das Schiff war weg. Und das Wasser war so kalt. Ja, da habe ich plötzlich gedacht, ich schaff's nicht mehr. Aber du hast es geschafft. Ich habe die ganze Zeit an meine Familie gedacht. Da konnte ich nicht einfach aufgeben. Ich wollte sie ja wiedersehen. Glaubst du, Papa und Hannah denken jetzt auch an uns? Ganz bestimmt. Schau da! Eine Sternschnuppe! Ganz schnell, wünsch dir was! Da! Ich hab nochmal mit der Polizei gesprochen. Ja? Angeblich hat ein Autofahrer einen Jeep gesehen, der am Straßenrand abgestellt war. Vielleicht ist es ja der von Jan und Hannah. Wie weit ist das von hier entfernt? Circa 2 Stunden. Komm, fahren wir. Also nach Tamarindo geht's eigentlich da lang. Ja, aber vielleicht haben die denselben Fehler gemacht. War da ausgefahren. Tja, genau in der Richtung soll der Jeep auch liegen. Das ist er. Das ist Jan Stackett. Das ist er wirklich. Die Radaufhängung ist beschädigt. Vielleicht sind sie noch hier in der Nähe. Papa! Hannah! Wo seid ihr? Und wenn sie ausgeraubt wurden? Oder entführt? Nein, 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 nein. Dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Weiter unten kommen ein paar Bauernhütten. Vielleicht sind sie da untergekommen. Hast du mal einen Stift? Ich hinterlasse mal auf jeden Fall eine Nachricht, damit sie sehen, dass wir da waren. Kommen wir da mit dem Auto hin? Ja, das schaffen wir.
fühlst du dich? Ganz okay. Wie lange muss ich denn noch hier bleiben? Ich muss nur noch die Papiere für deine Entlassung vorbereiten. Das ist die erste gute Nachricht seit Tagen. Danke. Gracias. Adios. Was machen wir denn jetzt? Jetzt fahren wir erstmal ins Hotel. Und dann möchte ich noch mal bei Rolando vorbeischauen. Hallo? Hallo? Ah, oh, Manuel, was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Ah, verstehe. Könnte ich Ihren Sohn sprechen? Mein Sohn? Ich habe nur Töchter. Und was ist mit Rolando? Ah, Rolando. Der lebt da drüben, bei den Booten. Rolando lebt auf dem Boot? Rolandos Vater. Er kam mit Rolando aus Nicaragua, um hier zu arbeiten. Vor 3 Jahren. Pedro, Rolandos Vater, sah, wie sich 2 Männer auf offener Straße stritten. Er ging dazwischen. Er konnte ja nicht wissen, dass einer der beiden ein Messer dabei hatte. Rolandos Vater wurde ermordet, weil er jemandem helfen wollte? Links oder links? Links. Was machen wir jetzt? Lass uns weitergehen. Ich habe keine Lust, noch eine Nacht hier zu verbringen. Wir bleiben auch auf der Straße, okay? Da vorne müssen wir rechts fahren. Zivilisation. Schon fast geglaubt, dass es das nicht mehr gibt. Zivilisation ist gut. Hast du meine Münze? Und ihr? Seid ihr wieder zurück im Hotel? Gut. Wir fahren jetzt nochmal zur Polizei. Bis später. Ist Lilly aus dem Krankenhaus entlassen? Ja, seit 1 Stunde. So, ich fahre sie jetzt nach Hause zurück. Ist nicht nötig, komm schon klar, danke. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank.
Jetzt mach dir keine Gedanken, Tim. Wir finden die beiden. Das glaubst du auch selber nicht. Gibt's doch nicht. Das sind Peter und Tim! Hey! Tim! Hey, hallo! Peter! Ist der irre geworden? Ja, ist ja gut! Dann fahr vorbei, Mensch! Opa, halt an! Nee, wer weiß, was die von uns wollen? Guck mal, Opa, Hanna und Jan! Das ist nicht zu fassen, das gibt's doch nicht! Peter, wir haben schon gedacht, wir sehen euch nie wieder. Wie geht's Lilly? Es geht ihr gut, sie wartet im Hotel auf euch. Oh, mein Junge. Solche Sorgen gemacht. Und du hast Wort gehalten und hast die beiden zurückgebracht. Danke. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe und einfach für alles. Ja, sehr schade, dass Sie wieder gehen müssen. Tja. Was passiert jetzt mit Rolando? Wir haben eine ganz liebe Familie gefunden, die ihn aufgenommen hat. Außerdem wird er natürlich die neue Schule besuchen. Ach. Dann können wir uns ja bald schreiben. Falls wir irgendwie helfen können, sagen Sie uns Bescheid. Wir helfen gern. Danke. Danke. So, lasst uns anstoßen. Ja! Auf Costa Rica. Mein Gott, was für ein Abenteuer. Auf deinen großartigen Orientierungssinn. Aber das nächste Mal buchen wir einen Cluburlaub. Bestimmt. Signora Sanda, Ihr Koffer ist endlich da. Da muss ich jetzt wenigstens nicht mehr packen. Aber da kannte ich seinen Fahrstil noch nicht. Ich habe gewusst, dass du es schaffst. Wir sind jetzt angekommen. Ja. Sehr schwer. So, wenn Sie mir dann bitte folgen möchten. Oh, vielen Dank. Lilly, komm, es geht los. Tschüss, Linus. Tschüss, Herr Schulze. Vielen Dank. Tschüss. Mit in die Stadt. Ja, wenn Sie mich mitnehmen.
Wo ist deiner? Der vorderste. Der hier, ne? Die Tasche? Meiner, ja. Oh, bin ich froh, dass wir endlich aus dem Flieger raus sind. In der letzten Stunde wusste ich gar nicht mehr, wohin mit meinen Beinen. Die Filme kannte ich auch schon alle. Warum seid ihr denn alle so knatschig? Der Flug war doch super. Du hast ja auch die ganze Zeit geschlafen. Ihr etwa nicht? Haben wir jetzt alles? Mein Koffer fehlt noch. Nein. Senor, Bagage. Nein. Lo siento, solo español hablo. Maleta perdido. Ah, okay, sí, 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 entiendo, entiendo. Acá. Was soll ich damit? Ausfüllen. General. Alle? Todo? Sí, alle. Alle. Mach dir mal wegen des Koffers keine Sorgen. Der wird dir ja ins Hotel nachgeschickt. Fragt sich nur wann. Wozu hat er denn jedes Blatt einzeln gestempelt? Das ist hier in Mittelamerika ebenso. Jedes Blatt einzeln plus Durchschläge? Aha. Boah, ist das heiß hier, oder? Ja. Halt mal kurz. Papa, kannst du mal halten? Na, eigentlich sollte uns ja jemand abholen. Ne? Hm. Eigentlich schon. Ich check das mal eben. Hallo? Kastner hier. Wie schon weggefahren. Ja, wir hatten... Hallo? Hallo? Oh, Manuel, was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Ah, verstehe. Könnte ich Ihren Sohn sprechen? Mein Sohn? Ich habe nur Töchter. Und was ist mit Rolando? Ah, Rolando. Der lebt da drüben, bei den Booten. Rolando lebt auf dem Boot? Rolandos Vater. Er kam mit Rolando aus Nicaragua, um hier zu arbeiten. Vor 3 Jahren. Pedro, Rolandos Vater, sah, wie sich 2 Männer auf offener Straße stritten. Er ging dazwischen. Er konnte ja nicht wissen, dass einer der beiden ein Messer dabei hatte. Rolandos Vater wurde ermordet, weil er jemandem helfen wollte? Links oder links? Links. Was machen wir jetzt? Lass uns weitergehen. Ich habe keine Lust, noch eine Nacht hier zu verbringen. Wir bleiben auch auf der Straße, okay? Da vorne müssen wir rechts fahren. Da lang.
Zivilisation. Schon fast geglaubt, dass das nicht mehr gibt. Zivilisation ist gut. Hast du meine Münze? Und ihr? Seid ihr wieder zurück im Hotel? Gut, wir fahren jetzt nochmal zur Polizei. Ja, bis später. Ist Lilly aus dem Krankenhaus entlassen? Ja, seit einer Stunde. So, ich fahre sie jetzt nach Hause zurück. Nicht nötig, komm schon klar, danke. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Jetzt mach dir keine Gedanken, Tim. Wir finden die beiden. Das glaubst du auch selber nicht. Das gibt's doch nicht. Das sind Peter und Tim! Hey! Tim! Hey, hallo! Peter! Ist der irre geworden? Ist ja gut! Dann fahr vorbei, Mensch! Opa, halt an! Nee, wer weiß, was die von uns wollen? Guck mal, Opa, Hanna und Jan! Peter! Das ist nicht zu fassen, das gibt's doch nicht! Peter, wir haben schon gedacht, wir sehen euch nie wieder. Wie geht's Lilly? Es geht ihr gut, sie wartet im Hotel auf euch. Oh, mein Junge. Lilly! Mama! Sag nicht! Und das ist Pfarrer Rodriguez. Wir haben Sie noch gar nicht erwartet. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie. Das ist meine Frau, Hanna. Freut mich sehr. Meine Schwiegermutter, Irene Sander. Freut mich, Pater. Und ich bin der Peter Engelmann. Tag. Und die Kinder. Tim und Lilly. Ja, es freut mich sehr, Sie endlich alle mal kennenzulernen. Jan hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Sie sprechen ja Deutsch. Ja, ich habe in Augsburg studiert. Pfarrer Rodriguez ist einer der Gründer der Kooperative, von der wir den Kaffee beziehen. Ist es da, wo wir morgen hinfahren? Ich wollte es mir allerdings nicht nehmen lassen, Ihnen heute schon mal ein bisschen was von meinem Land zu zeigen. Ich würde ehrlich gesagt erst mal einkaufen gehen. Mein Koffer ist verloren gegangen. Wo? Können wir danach eine Wildwasserfahrt machen? Also das ist ganz in der Nähe hier. Ich dachte, wir wollen schnorcheln gehen. Wir machen alles. Erst einkaufen, dann Wildwasser, dann schnorcheln. Was meint ihr, hä? Cool. Und dann brechen wir zusammen. So sexy in meinem Hemd. Na, was für ein Glück, dass mein Koffer nicht da ist. Genau. Achtung, Vorsicht. Ja, aber. Voy a presentar unos amigos. Frau Sander, das ist Carlos Pereira, ein alter Freund von mir. Mucho gusto, Carlos Pereira. Mucho gusto, Carlos Pereira. Bitte schön. Sie hat doch mal rein. Er fragt, ob Sie etwas trinken möchten. Gerne. Okay. Noch eins. Ja.
Anna, wie wär's denn damit? Ja. Das ist billig und ein absoluter Traum. Wenn ich ein Weihnachtsbaum wäre? Das hier könnte was sein. Guck mal, der kleine Junge da. Die ganze Nacht hier gesessen? Ja, ich konnte nicht schlafen und ich wollte auch hier sein, falls die beiden doch noch kommen. Ich habe gerade im Krankenhaus angerufen. Wir können jetzt zu Lilly. Gut. Aber vorher müssen wir zur Polizei. Und wir müssen mit Timmy reden. Warte mal. Sollen wir nicht da hochgehen? Vielleicht sehen wir von da oben einen Ort oder eine Tankstelle oder irgendwas. Hauptsache, wir finden ein Telefon. Ich muss wissen, wie es Lilly geht. Wenn du nicht ständig mit Schulze telefoniert hättest, dann wäre dein Akku jetzt nicht alle. Hätte, wäre, könnte. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Entschuldige, es war nicht so gemeint. Ich habe den Akku aufgeladen. Ich weiß es genau. Ich habe es in die Steckdose gesteckt. Sie können doch nicht einfach verschwunden sein. Wir hoffen so sehr, dass Sie sich im Laufe des Tages melden werden. Ich will, dass Sie wiederkommen. War das bei Mama auch? Wollte nur kurz weg. Und dann war sie tot. Tim, bitte, bitte beruhige dich. Sie kommen wieder. Ich weiß das. Woher? Woher willst du das wissen? Oh, Timmy. Hab keine Angst. Ja, gar nichts. Siehst du das da, was da so glänzt? Ja. Das könnte doch ein Wellblechdach sein von einer Hütte oder sowas. Das kann alles Mögliche sein. Schon, aber ein Versuch ist es wert. Komm, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Und jetzt? Vamos a checar todos los accidentes y también los hospitales. Wir finden ihn. Na, endlich, da ist es. Oh Gott. Hier gibt's doch im Leben kein Telefon. Wir hätten beim Auto bleiben sollen, hätte uns längst jemand mitgenommen. Hanna, es wird alles gut, glaub mir. Wie kannst du sowas sagen? Wir haben keine Ahnung, wie es Lilly geht und wir sitzen hier fest. Ich kann an der Situation auch nichts ändern. Irgendwie kommen die Leute doch auch hierher. Es muss einen Weg geben. Das ist dein Plan? Das hat ja bisher auch hervorragend geklappt. Außerdem ist es echt dunkel. Nein, 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 nein. Komm auf. Komm, gib mir die Hand. Sehr gut. Das ist er nicht. Komm, wir fahren weiter. Ui.
immer noch essen, oder? Was auch immer das ist. Dosen halten ewig. Gibt's was Neues? Nichts. Und bei Ihnen? Ich verstehe das einfach nicht. Die können doch nicht wie vom Erdboden verschluckt sein. Hier kann man sich leicht verfahren. Ich werde Ihnen bei der Suche helfen. Danke. Komm, steigen wir ein. Nein, heute ist schon zu spät. In der Dunkelheit finden wir sie nie. Opa, das können wir doch nicht machen. Wir können Papa und Hannah doch nicht einfach im Stich lassen. Tim, ich fürchte, Pfarrer Rodriguez hat recht. Es ist besser, wenn wir hier bleiben. Schau mal, es ist doch niemandem geholfen, wenn uns auch noch was passiert. Morgen ganz früh fangen wir mit der Suche an. Okay. Peter und Timmy sind jetzt bei Pater Rodriguez auf der Kooperative. Sie suchen morgen weiter. Ich hätte mich nicht mit Mama streiten sollen. Was ist denn, wenn sie nie wiederkommt? Sie kommt wieder. Ich würde alles dafür geben, dass sie wieder auftauchen. Ich auch. Endlich. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wartet ihr schon lange? Seit einer Ewigkeit. So viel zum Thema Abkürzung. Wo ist Lilly? Ist schon am Strand. Oh, super. Danke. Es gibt da übrigens ein kleines Problem. Ja, die haben für euch statt zwei Einzelzimmern ein Doppelzimmer reserviert und das ganze Hotel ist ausgebucht. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir beide uns ein Zimmer teilen und eben ihr beide. Ach, ihr wollt mit den Senioren schlafen? Tja. Ich weiß nicht, ihr wollt doch sicher auch ungestört sein. So kurz nach der Hochzeit. Ja, also, wenn das für dich in Ordnung ist, mir würde es nichts ausmachen, mit dir das Doppelzimmer zu teilen. Ach nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Ihr müsst euch um uns keine Sorgen machen. Ja, das wird schon gehen. Irgendwie. Muchas gracias. Thank you. Da wären wir. Die Betten kann man bestimmt auseinanderschieben. Ja, ja, ja. Ich mach's sofort. Ich helfe dir. Ja. Ich schlafe auf dem Sofa. Das ist aber bestimmt viel zu unbequem für dich. Ach, du, ich habe schon viel unbequemer geschlafen. Anna. Schläfst du schon? Absoluter Traum. Wenn ich ein Weihnachtsbaum wäre? Das hier könnte was sein. Guck mal, der kleine Junge da. Welcher Junge? Ist nicht so wichtig. Ja! Oh! Das ist ja toll. Ist das Kokosnussmilch? Ah, das ist ein Fruchtsaft aus, wie sagt man das auf Deutsch? Komm schon mal. Guanabana. Guana was? Guanabana. Guanabana, hat das was mit Banane zu tun? Nee. Ist ein bisschen dickflüssig, aber deswegen verdünnt man es mit Wasser. Speziell lecker. Mmh.
Kann ich die irgendwo anprobieren? Guanabana. 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 Guck mal, Tim kauft schon ein. Das ist also die Guanabahama-Frucht. Guana Banana. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Hola, Rafael. Rafael, trae mal den Trozo para probar. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bitte schön. Gracias. Gracias. Probier mal, Hanna. Schmeckt wie Zuckerwatte. Gracias. Was ich Sie noch fragen wollte, wie wird das eigentlich ablaufen morgen? Ich werde Sie kurz vorstellen, dann beginnen Sie mit Ihrer Rede. Gut, und der Spendencheck für die Computer in der Schule? Den können Sie mir anschließend überreichen. Der sieht ja cool aus. Ah, hättest du den gerne? Das wäre cool. So macht man das. Das gibt's doch nicht. Was ist? Mein Geld ist weg. Das kann doch nicht sein. Guck ich hatte mal es hier in der Tasche und jetzt ist es nicht mehr da. Der kleine Junge da vorne, der verfolgt uns schon die ganze Zeit. Warte, ich geh mal zu ihm. Hey, sag mal, kann das sein, dass du unser Geld gestohlen hast? Hey, hier geblieben. Lass mich mal. Kleiner Mann, hast du mein Geld geklaut? Mi dinero. Has robado la bolsilla de la señora? No mientes, ¿eh? Has robado sí o no? Er sagt, er hat nichts gestohlen. Ja, er muss keine Angst haben. Ich will einfach nur mein Geld zurückhaben. Señora, abrió su cartera mi tienda. Sie haben es am Stand vergessen. Würden Sie bitte für mich übersetzen? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Dice que lo siente mucho y que quiere disculparse. No se preocupe, no hay problema. Usted se ve muy vacilona cuando se disculpa. Er sagt, Sie sehen sehr lustig aus, wenn Sie sich entschuldigen. Entschuldigung. Es ist mir so unangenehm, der Arme. Aber ich war so irritiert, weil er uns die ganze Zeit gefolgt ist. Ja, vielleicht verdient er sich ein bisschen Geld, indem er den Leuten die Einkäufe... Linus! Was machst du denn hier? Ich kann dich da nicht gehen lassen, ohne mich zu verabschieden. Guck mal, damit du mich nicht vergisst. Oh, du bist so süß. Soll ich jetzt schon aufmachen? Nein, erst wenn du in Costa Rica bist. Vielleicht fliegen wir gar nicht. Wirklich? Ja. Vorsicht! Bitte. Er muss wirklich jeden Moment kommen. Das haben Sie schon vor 10 Minuten gesagt und vor 20. Tut mir wirklich leid, aber ich muss den Counter jetzt schließen. Nein, bitte nicht. Nur noch ein kleines... Vorsicht! Sorry. Halt! Da ist er! Was habe ich gesagt? Aber ich habe gedacht, du schaffst es nicht mehr. Ich auch. Aber da kannte ich seinen Fahrstil noch nicht. Ich habe gewusst, dass du es schaffst. Wir sind jetzt angekommen. Ja. Sehr schwer. So, wenn Sie mir dann bitte folgen möchten. Komm, vielen Dank. Lilly, komm, es geht los. Tschüss, Linus. Tschüss, Herr Schulze. Vielen Dank. Tschüss. Geht's mit in die Stadt? Ja, wenn Sie mich mitnehmen.
Der hier, ne? Die Tasche? Meiner, ja. Oh, bin ich froh, dass wir endlich aus dem Flieger raus sind. In der letzten Stunde wusste ich gar nicht mehr, wohin mit meinen Beinen. Die Filme kannte ich auch schon alle. Warum seid ihr denn alle so knapp? Den Umständen entsprechend, soweit ganz gut, danke. Sind Sie noch nicht da? Nee. Ich rufe noch mal an. Sie können gerne von hier aus telefonieren. Das ist wirklich lieb von Ihnen, Dankeschön. Ja. Nichts. Dann lass uns auf der Kooperative anrufen. Ja, gib mir mal die Nummer. 244. 244. 368. 368. 29. 29. Pfarrer Rodriguez, ja, hier ist der Engelmann. Entschuldigen Sie die späte Störung. Nein, Sie sind noch nicht da, deswegen rufe ich auch an. Vor 6 Stunden. Ja, natürlich, wir melden uns nochmal bei Ihnen. Danke, wieder ran. Wir hätten doch längst hier sein müssen. Naja, vielleicht haben Sie irgendwo angehalten und übernachten irgendwo. Dann hätten Sie doch Bescheid gesagt. Das gibt's doch gar nicht, dass hier niemand vorbeikommt. Wir sollten versuchen, ein bisschen zu schlafen. Danke. Was war das denn? Keine Ahnung. Irgendein Tier. Meinst du, wir sind sicher hier im Auto? Ja, natürlich. Entschuldige, das wollte ich nicht. Ist auch schon egal. Ich habe sowieso kaum geschlafen. Ich auch nicht. Das müssen wir uns gut einteilen. Es wird ein heißer Tag. Die ganze Nacht hier gesessen? Ja, ich konnte nicht schlafen und ich wollte auch hier sein, falls die beiden doch noch kommen. Ich habe gerade im Krankenhaus angerufen. Gut, aber wenn Sie was Neues von Losberg hören. Ja, kann ich Sie jederzeit erreichen. Oh, den hätte ich jetzt vergessen. Ja, und grüßen Sie bitte den Pfarrer Rodriguez herzlich von mir. Mach ich. Und gute Zeit, viel Spaß und schieben Sie mal eine Postkarte. Mach ich. Wiedersehen. Wo ist denn Irene? Die treffen wir am Flughafen. Meine Tasche habt ihr. Ist im Kofferraum. Abgeschlossen hast du auch. Ja. Die Fenster sind auch zu, die Heizung habe ich runtergedreht, den Herd habe ich 3-mal kontrolliert und das Bügeleisen ist auch aus. Und was ist mit den Tickets? Die hat Jan. Ja, zusammen mit den Ausweisen. Oh nein. Oh nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast die Reiseunterlagen vergessen. Ich habe sie extra auf den Schreibtisch gelegt. Und jetzt? Jetzt verpassen wir unseren Flieger. Nichts verpassen wir, halten Sie bitte an. Ihr fahrt schon mal vor, ich laufe eben schnell zurück und hol die Unterlagen. Okay. Wir sehen uns am Flughafen, okay? Thank you.
bisschen Zeit. Hey du, ich habe einen ganz tollen Reiseführer gefunden. Ich habe doch gleich gesagt, wir sollen den Ring nehmen. Ja. Wenn die sich alle reindringeln. Wusstest du, dass Costa Rica seit 48 eine stabile Demokratie ist? Die haben sogar ihr Militär abgeschafft. Und der Präsident Oscar Arias hat seinerzeit den Friedensnobelpreis bekommen. Mama, es tut mir leid, aber ich habe gerade wirklich was anderes im Kopf. Das schaffen wir nie mehr. Da hilft ihnen auch ihr Fackel, Elvis, nichts. Jetzt gibt es ein Blitzlichtgewitter. Carsten, lass mich mal machen. Guck mal, wer der ist. Was machst du denn hier? Ich kann dich doch nicht gehen lassen, ohne mich zu verabschieden. Komm, Darmvirus kann sich ziehen. Ey, ey, ey. Schicken Sie ihr doch bitte in Blumenstrauß nach Hause. Mach ich. Wenn Sie ankommen, fahren Sie eigentlich gleich auf die Kooperative? Nee, erst mal an den Strand. Die Schule wird ja erst in ein paar Tagen eingeweiht. Ja, so eine Einladung würde mir auch gefallen. Neidisch, Herr Schulze? Natürlich bin ich neidisch. Dann dürfen Sie aber auch nicht vergessen, wie viel Arbeit der Röstereiverband macht. Ja, und das alles ehrenamtlich, ich weiß. Gibt's was Neues von Losberg? Nee, außer dass er sich im Sommer zur Ruhe setzen will. Sein Unternehmen würde einfach perfekt zu uns passen. Bleib bitte dran. Ja, hier, bitte sofort erledigen. Okay. Herr Carsten, ich hätte hier noch was für Sie. Was ist das? Na, Ihre Rede. Ich hatte gestern so einen Einfall und da habe ich mich hingesetzt und mir ein paar Notizen gemacht. Liebe Freunde, lieber Pfarrer Rodriguez, liebe Mitglieder der Kooperative Milagro Verde. Wir haben uns heute hier versammelt, um im Zeichen der Völkerverständigung und im Bewusstsein, dass der Fortschritt nur geschaffen werden kann, wenn Herr Schulze, wir weihen eine Schule ein, nicht das Stadion der Weltjugend. Aber Sie haben die Rede da gar nicht zu Ende gehört. Ich lese sie mir im Flieger durch, als Inspirationsquelle. Mama, bei uns hat alles ein bisschen länger gedauert und wir müssen Jan noch in der Rösterei abholen. Kannst du dir ein eigenes Taxi nehmen und wir treffen uns dann am Flughafen? Gleich. Wirklich zu blöd, dass Katharina ausgerechnet jetzt ausfällt. Oh, Herr Schulze, neuen Wagen? Nee, meiner ist in der Werkstatt. Mietwagen, Kupplung. Irgendwie fühle ich mich nicht gut, wenn ich jetzt fliege. Vielleicht sollte ich doch erst zur Eröffnung der Schule... Nun machen Sie mal keine Sorgen. Ich werde das Ding schon schaukeln. Gut, aber wenn Sie was Neues von Losberg hören... Ja, kann ich Sie jederzeit erreichen. Oh, den hätte ich jetzt vergessen. Ja, und grüßen Sie bitte den Pfarrer Rodriguez herzlich von mir. Mach ich. Und gute Zeit, viel Spaß und schicken Sie mal eine Postkarte. Mach ich. Wiedersehen. Tschüss. Wo ist denn Irene? Die treffen wir am Flughafen. Eine Tasche habt ihr. Ist im Kofferraum. Abgeschlossen hast du auch. Ja, die Fenster sind auch zu, die Heizung habe ich runtergedreht, den Herd habe ich dreimal kontrolliert und das Bügeleisen ist auch aus. Und was ist mit den Tickets? Klärt Jan. Ja, zusammen mit den Ausweisen. Oh nein. Oh nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast die Reiseunterlagen vergessen. Ich habe sie extra auf den Schreibtisch gelegt. Und jetzt? Jetzt verpassen wir unseren Flieger. Nichts verpassen mehr, halt sie bitte an. Ihr fahrt schon mal vor, ich laufe eben schnell zurück und hol die Unterlagen. Okay. Wir sehen uns am Flug. Da wohnst du also. Adios y muchas gracias por todo. Yes. Tschüss. Tschüss. Adios. Spaß gemacht. Tschüss, Rolando, war schön mit dir. Tschüss. Tschüss. Morgen. Das liegt ja traumhaft. Ja, so direkt am Meer. Also, hier könnte ich auch Urlaub machen. Kommt. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Hannah. Gute Nacht. Ich habe nochmal nachgedacht. Ich bleib jetzt sicher hier. Ach, Lilly. Ich bleib morgen auch hier. Was? Rolando und ich haben uns am Strand verabredet. Und wie stellt ihr euch das vor? Wir können euch schließlich hier nicht alleine lassen. Wieso denn nicht? Weil das hier ein fremdes Land ist und Tim erst 10.
Irene und Opa können doch auf uns aufpassen. Ach, und jetzt sollen die beiden hierbleiben, nur weil ihr keine Lust habt, mitzukommen? Wisst ihr was, ist doch ihre Entscheidung. Vielleicht könnt ihr sie einfach fragen. Also ich finde es nicht gut, dass die beiden nicht mitwollen. Wegen der Einweihung sind wir doch überhaupt hierher gekommen. Naja, da hast du sicher recht, aber ich glaube nicht, dass Lilly und Tim das genauso sehen. Und soll man sie zwingen? Ja, wir können aber auch schlecht von euch verlangen, dass ihr den Babysitter spielt. Och, mir würde das nichts ausmachen, im Hotel zu bleiben. Dann bleibe ich aber auch hier. Ich kann dich ja schlecht mit den beiden allein lassen. Gibt es was von meinem Koffer? Nein, tut mir leid. Vielleicht morgen. Lass es. Entschuldigung? Wir möchten Sie bitten, Ihre Telefonrechnung schon einmal zu bezahlen. Es hat sich bereits einiges angesammelt. Okay. Nee, ich hatte keine Lust. Sie fahren jetzt allein. Keine Ahnung. Lilly, leg bitte sofort auf. Du, meine Mutter ist da. Ich muss Schluss machen. Ja. Ich dich auch. Tschüss. Ich werde mich ja wohl noch in Ruhe von Ines verabschieden können. Verabschieden, ja? In Ruhe? Nein. Hast du mal eine Sekunde darüber nachgedacht, was die Telefoniererei kostet? Hier gibt's keine Flatrate. So lange war das auch gar nicht. Schon los, Pater. Ja. Bis zur Plantage ist es sehr weit. Ich möchte mit dem Auto nicht im Dunkeln fahren. Verständlich. Vielen Dank, dass Sie uns rumgeführt haben. War mir ein Vergnügen. Wirklich, das war ganz toll. Vielen Dank. Bis bald. Ja. Dankeschön. Das war super. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns morgen zur Einweihung. Ich freue mich. Buenos dias. Entschuldigen Sie, ist mein Koffer vielleicht gebracht worden? Nein, tut mir leid. Aber ich habe eine Nachricht für Senor Kastner. 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 Ein Senor Schulze bittet um einen Rückruf. Danke. Weißt du, du musst den Rest des Nachmittags arbeiten und wir machen die Schnorcheltour ohne dich. Hanna, vielleicht ist es wichtig. Es ist immer wichtig. Aber deine Familie ist auch wichtig. Wir gehen. Lilly, kannst du mir ein Bikini von dir leihen? Mein Koffer ist immer noch nicht da. Ja. Ich wollte sowieso nicht mitkommen. Wieso das denn nicht? Ich bin müde und würde gern schlafen. Ach komm, wir wollten doch alle zusammen aufs Boot. Mama, darf ich bitte selber entscheiden, was ich mache? Oh. Lilly, wenn wir beide durchhalten, wirst du doch nicht schlapp machen. Oma, du weißt doch, die Jugend ist schon lange nicht mehr das, was sie mal war. Ach. Mach, was du willst. Schlaf gut. Sie will doch nur Liebesbriefe schreiben. Ja. Na dann, auf geht's. Ist das nicht der Junge vom Markt? Stimmt. Meint ihr, der ist uns gefolgt? Mein Name ist Manuel. Sind Sie die Familie Kastner? Sie, Jan Kastner. Wir haben telefoniert. Hola. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hola. Freut mich sehr. Wie geht's Ihnen? Gehen wir doch aufs Boot. Vamos. Das ist Rolando. Der hilft mir öfter mit dem Boot. Ah. Rolando? Du? Tim?
offizielle Teil beginnt ja erst in einer halben Stunde. Herr Kastner. Kannst du mir bitte dein Handy leihen? Ich würde gerne Lilly anrufen, habe meins im Hotel vergessen. Ja? Und, was sagt's? Hervorragend. Dass ich heute hier vor Ihnen sprechen darf. Para mí es un gran honor poder hablar a ustedes. Sie alle haben in den letzten Jahren sehr hart gearbeitet und sehr viel geleistet. Und unter anderem diese Schule hier aufgebaut. Todos ustedes han trabajado y esforzado mucho para poder inaugurar esta escuela. Für diese Schule haben Sie auf so manches verzichtet. Aber Bildung ist eine Investition in die Zukunft, die sich immer auszahlt, weil sie ihren Kindern einen leichteren Start ins Leben ermöglicht. El sacrificio vale la pena porque la educación siempre es una excelente inversión para el futuro de sus hijos. Und als guter Gast bin ich natürlich nicht mit leeren Händen gekommen. Die Kaffeeimporteure aus Deutschland, die sich im gerechten Handel engagieren, haben gespendet, um diese Schule mit Internet und Computern auszustatten. Damit erkläre ich die Milagro Verde Schule für eröffnet. Con esto declaro la escuela Milagro Verde como inaugurada. Aplauso. Mann, hast du mein Geld geklaut? Mi dinero. Has robado la bolsilla de la señora? No mientes, eh? Has robado sí o no? Er sagt, er hat nichts gestohlen. Ja, er muss keine Angst haben. Ich will einfach nur mein Geld zurückhaben. Señora, ha olvidado su cartera, mi tienda. Sie haben es am Stand vergessen. Würden Sie bitte für mich übersetzen? Muchas gracias, eh? Okay, mucho gusto. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Dice que lo siente mucho y que quiere disculparse. No se preocupe, no hay problema. Usted se ve muy vacilona cuando se disculpa. Er sagt, Sie sehen sehr lustig aus, wenn Sie sich entschuldigen. Entschuldigung. Es ist mir so unangenehm, der Arme. Aber ich war so irritiert, weil er uns die ganze Zeit gefolgt ist. Ja, vielleicht verdient er sich ein bisschen Geld, indem er den Leuten die Einkäufe nach Hause trägt. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Muss er denn nicht in die Schule? Doch, natürlich. Wir haben hier Schulpflicht. Aber die Realität sieht meistens anders aus. Wie denn? Na ja, in den letzten Jahren sind viele Wanderarbeiter ins Land gekommen. Meistens aus Nicaragua. Viele Erwachsene können nicht schreiben und lesen. Sie wollen auch nicht einsehen, dass die Schulbildung sehr wichtig ist für ihre Kinder. Leider. Okay, falls ihr über Bord geht, müsst ihr Folgendes tun. Versucht euch auf den Rücken zu legen und die Beine nach vorne zu strecken, okay? Auf den Rücken legen. So kommt ihr nicht gegen die Felsen oder andere Sachen, auf die wir heute stoßen könnten. So, hier sind eure Helme. Einer für dich. Ich hole jetzt noch die anderen und dann geht's los. Möchtest du nicht lieber eine Tasse Kaffee trinken? Wie jetzt? Ja, du, ich habe einfach das Gefühl, dass die Fahrt wird anstrengend. Und da hinten sicher nicht ungefährlich. Ach, bestimmt super spannend. Ja, super spannend schon, aber nicht ungefährlich. Traust du mir das nicht zu? Doch, ich traue dir das zu. Ich sage nur, es ist nicht ungefährlich.
Für dich. Ich glaube, Opa, tschüss. Okay, auf mein Kommando. Hart rechts, rechts. Und jetzt links, links, alle links. Vorsicht, alles klar, weiter geht's. Vorwärts, vorwärts. Super. Gib mir fünf. Una wieder, una wieder. Okay, wieder auf mein Kommando. Alles zusammen, links, links. Ich ja, geht doch. Ist ja super, Lilly, was? Schon ein. Das ist also die Guanabahama-Frucht. Johanna Banana. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Hola, Rafael. ¿Qué le traes de trozo para probar? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bitte schön. Gracias. Gracias. Probier mal, Hanna. Schmeckt mit Zuckerwatte. Das ja. Was ich Sie noch fragen wollte, wie wird es eigentlich ablaufen morgen? Ich werde Sie kurz vorstellen, dann beginnen Sie mit Ihrer Rede. Gut, und der Spendencheck für die Computer an der Schule? Den können Sie mir anschließend überreichen. Der sieht ja cool aus. Ah. Hättest du den gerne? Das wäre cool. So macht man das. Das gibt's doch nicht. Was ist? Mein Geld ist weg. Das kann doch nicht sein. Guck ich hatte es hier nach. In der Tasche und jetzt ist es nicht mehr da. Der kleine Junge da vorne, der verfolgt uns schon die ganze Zeit. Warte, ich gehe mal zu ihm. Hey, hey, sag mal, kann das sein, dass du unser Geld gestohlen hast? Hey, 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 hier geblieben. Lass mich mal. Kleiner Mann, hast du mein Geld geklaut? Mi dinero. Has robado la bolsilla de la señora? No mientes, has robado sí o no? Er sagt, er hat nichts gestohlen. Ja, er muss keine Angst haben. Ich will einfach nur mein Geld zurückhaben. Señora, señora. Abrió su cartera, mi tienda. Sie haben es am Stand vergessen. Würden Sie bitte für mich übersetzen? Muchas gracias, eh? Okay, gut, du bist. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Dice que lo siente mucho y que quiere disculparse. No se preocupe, no hay problema. Usted se ve muy vacilona cuando se disculpa. Er sagt, Sie sehen sehr lustig aus, wenn Sie sich entschuldigen. Entschuldigung. Es ist mir so unangenehm, der Arme. Aber ich war so irritiert, weil er uns die ganze Zeit gefolgt ist. Ja, vielleicht verdient er sich ein bisschen Geld, indem er den Leuten die Einkäufe nach Hause trägt. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Muss er denn nicht in die Schule? Doch, natürlich. Wir haben hier Schulpflicht. Aber die Realität sieht meistens anders aus. Wie denn? In den letzten Jahren sind viele Wanderarbeiter ins Land gekommen, meistens aus Nicaragua. Viele Erwachsene können nicht schreiben und lesen. Sie wollen auch nicht einsehen, dass die Schulbildung sehr wichtig ist für ihre Kinder. Leider. Okay, falls ihr über Bord geht, müsst ihr Folgendes tun. Versucht euch auf den Rücken zu legen und die Beine nach vorne zu strecken, okay? Auf den Rücken legen, so kommt ihr nicht gegen die Felsen oder andere Sachen, auf die wir heute stoßen könnten. So, hier sind eure Helme. Einer für dich. Ich hole jetzt noch die anderen und dann geht's los. Möchtest du nicht lieber eine Tasse Kaffee trinken? Wie jetzt? Ja, du, ich habe einfach das... Wir uns keine Sorgen machen. Ja, das wird schon gehen. Irgendwie. Muchas gracias. Thank you. Da wären wir. Die Betten kann man bestimmt auseinander verschieben. Ja, 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 ich mach's sofort. Ich helfe dir. Ja. Mist.
fest zusammengeschraubt. Und jetzt? Ich schlafe auf dem Sofa. Das ist aber bestimmt viel zu unbequem für dich. Du, ich habe schon viel unbequemer geschlafen. Anna. Schläfst du schon? Schulze? Ja, genau. Wie läuft's? Alles in Ordnung? Geschenk ausgepackt.